Und dann eine Improvisation, also eine Abwandlung von der Atemblume heißt die. Die ist mir eigentlich viel zu kompliziert, obwohl das wirklich nicht so komplex ist. Es ist einmal runter, einmal rauf und dann eine andere Variante runter und rauf. Also ist nicht so schwierig, aber irgendwas passt mir da nicht und mir geht das auch langsam auf. Aber ich werde das vielleicht schaffen zu erklären, was wir da machen. Also es gibt das Ausstreichen der Gliedmaßen oft im Qigong und es scheint so zu sein, besonders muss ich, da kann ich nur darauf hinweisen, alle Leute, immer wenn die ganz biestig sind und so Formalreitergeschichten machen, dann stimmt was nicht. Ja? Und wir machen das hier, je nachdem, wie weit ihr selber euren Körper neu kennengelernt habt. Ja? Und am Anfang ist es so, dass man eben vom Groben zum Feinen andere Sachen in seinem Körper wahrnimmt. Deswegen ist die Richtung dieses Ausstreichens, die Stärke dieses Klopfens bis Streichens, bis gar nicht mehr nur denken oder gar nur die Aufmerksamkeit lenken, ne, kann sich die Richtung ändern. Ne? Das ist klar, die Blutbahnen sind, glaube ich, innen raus und außen zurück. Rein physiologisch und so ist das wohl gemacht, bei vielen Tieren, glaube ich. Es kann aber sein, dass diese Wahrnehmung eben vielleicht Blut ist am Anfang. Und da streicht das die Sache. Und dann wird es aber feiner, so dass man zum Beispiel auch ganze Wellen ringsherum nach außen und umkehren und Wellen wieder innen herein haben kann. Aber das kommt dann viel später. Also das ist eine Entwicklung. Und das ist keine Entwicklung, wo man mit angeben kann. Also nicht, dass man sagt, du bist ja noch hier so und so, ich bin schon. Nein, ja, darum geht es nicht. Der Fortschritt ist bei dir und das ist auch nicht so ein Fortschritt. Also man ist froh, dass man gesünder wird vielleicht. Ja. Das hier ist besonders, weil es eben in Richtung Meditation geht. Ja. Aber umfassend. Also Meditation ist auch nur ein Part davon. Es ist mein Weg. Ja. Es heißt aber auch innere Künste und innere Künste sind innen. Ja. Das heißt, ich mache hier keinen Workout mit groben Bewegungen und so und Action, Unterhaltung, das ist alles außen. Und das ist sehr, ist, am Anfang ist es wirklich nicht leicht, seine Aufmerksamkeit immer wieder zu sich zu bringen und da auch positive Erfahrungen beizuhaben. Weil wenn ich die nicht habe, mache ich das nicht mehr. Ja. Also es ist schon, also meiner Ansicht nach ist das, was die Authentizität ausmacht. Nicht, dass ich irgendwelche chinesischen Schriftzeichen kann und euch andauernd eins von den fünf Elementen erzähle, wo es eher Wandlungsphasen sind und so. Oder dieses Tui Chu andauernd da drauf rum auf, ne, zwei Pole und Gegensätzlichkeiten. Das verschwindet, wenn ihr richtig lange meditiert, also eine eigene Meditationspraxis habt, dann werdet ihr das irgendwann sehen, das Zurückführen auf Körper und Geist und eher auf die Verbindungslinie dieses Tui Chu und ab und zu diesen Kreis gehen, dass das in zwei zerfällt, das ist quasi, das ist der Beginn des Affengeists. Ja? Also ich kultiviere das nicht und ich versuche auch nicht, meine Umwelt in zwei Pole einzuteilen, ne? Auch wenn ich das dann als Qualitäten tituliere. Man kann seine Umwelt eine Zeit lang so definieren, ne? Solange man nicht meditiert. Also ihr werdet das selber merken, wenn ihr Meditationspraxis habt, dann nehmen solche Formalbeschreibungen immer mehr ab und das echte Körpergefühl nimmt zu. Und darum geht es auch. Und das ist auch eine gute Einleitung für das, wie ich selber jetzt meine Form weiterentwickle und wo der Spaß drin liegt. Ich mache die Atemblume nicht vor, weil ich sie im Moment gar nicht hundertprozentig nachmachen kann. Ist auch egal, woher die kommt. Also ich fange zumindest mit der Streichgeschichte so ähnlich an, wie das ist. Ich mache das ein bisschen seitlich.
Ja, in die Richtung vielleicht, ja. Also es ist auf jeden Fall erstmal im schulterbreiten Stand, da fängt schon an. Man kann das auch im Breiten machen. Manchmal mache ich solche Sachen eher im Breiten, abhängig davon, wie ich mich fühle. Ja. Und wie sich das anfühlt, das ist also diese Rückmeldung aus dem Körper, das ist das, worum es hier geht. Ja? Und das ist wirklich, am Anfang ist es grob, ich werde langsam und merke manche Sachen, die ich lange Zeit unterdrückt habe und nicht wahrnehmen wollte. Ich habe manche Regionen im Körper, die kenne ich noch gar nicht, da fühle ich nichts, das muss man langsam lernen. Ja, muss gar nichts, man muss ja auch hier nicht herkommen. Aber wenn man den Weg geht, dann wird das, ist das so, dann lernt man eben auch in Regionen des Körpers zu spüren. Und meiner Ansicht nach ist das gut. Ja. Also in Richtung gesundheitsfördernd, ja, wenn ich meinen Körper besser wahrnehmen kann, kann ich frühzeitiger mit Kleinigkeiten ihn wieder in Gesundung bringen. Ja. Das heißt also grobe Sachen, geistig, Therapeut, körperlich, Arzt oder Physiotherapeut. Ne? Okay. Mich gewundert, meine Kamera hat eben irgendwas, wahrscheinlich einen neuen Absatz. Keine Ahnung. Also, ne? Man kann hier jetzt erstmal nach hinten einatmend, dann zum Po ausstreichen, hinten die Beine. Jetzt die Schuhe, ich mache das nicht so gerne, die sind dreckig. An den Zehen vorbei und an den inneren Innenseiten wieder nach oben. Ja. Dann so ähnlich wie den Himmel mit den Händen stützen, wieder zurück. Okay. Jetzt kann man hier quasi nochmal so einen Kreis machen. Da sieht die ein bisschen anders aus und ich gehe jetzt nach außen, das gibt es in der Atemblume nicht, weil ich möchte gerne diese zwei Richtungen haben. Hocke ein bisschen mehr. Und dann gehe ich zusammen und fange wieder an den Pobacken. Man kann auch hinten ein bisschen am unteren Rücken anfangen und dann unten ausstreichen. Außen und innen wieder rein. Ich gehe jetzt schon nach außen. Ihr merkt, das ist ein Herantasten. Ja? So soll es auch sein. Also ihr sollt langsam ein bisschen mit dem Improvisieren rausfinden, was ihr heute, jetzt, in diesem Moment braucht. Ja? Mache kurze Pause. Weil das Problem bei diesem Körperwahrnehmung, deswegen ist die Meditation so wichtig. Ihr werdet das nicht gerne hören, aber ihr werdet es wissen. Wir prägen das, was wir wahrnehmen, mit dem, was wir wollen. Also wenn ich Sachen nicht hören will, höre ich die nicht. Die werden echt ausgeblendet. Und das ist eine Art der kognitiven Verzerrung. Im Buddhismus heißen die auch Hindernisse. Und im Zen-Buddhismus heißt das Dickicht. Also das sind viele, viele solcher Aspekte, die euch quasi die Wahrnehmung der Realität, aber nicht nur der Außenrealität, sondern auch der eigenen Körperwahrnehmung verzerren oder ausblenden. Und eben in erster Linie auch dem Affengeist folgt. Deswegen gibt es am Anfang auch diese ganzen Geschichten und ich möchte China und ich habe da eine Vorstellung von. Aber es gibt auch eine blanke Vorstellung vom Körper, wo meine Gliedmaßen im Raum sind. Das muss man wieder neu einjustieren. Eine Vorstellung, wie mein Körper zu sein sollte und nicht ist. Und dann hat man schon da ein Riesenproblem. Das ist das, was man langsam mehr zu einer realistischen Variante führt.
Und es ist klar, am Anfang folgt man so einer Form, aber mit der Zeit lernt man seinen Körper unabhängig von diesen Verzerrungen wahrzunehmen, also ohne Bewertung. Wenn ich Schmerzen habe, muss ich das bewerten und sagen, hier muss ich zum Arzt gehen. Ja, das ist, also ich werde nicht blöde deswegen. Nicht bewertend, ihr werdet das kennenlernen in eurer eigenen Meditationspraxis, ansonsten ist es nur Blabla. Ja? Und auf dieser Blabla-Ebene kann man gut verkaufen, also kann man ganze Stadien mit Leuten füllen, mit stell dir vor und atme ein in dein Herz und öffne dein Herz, kennt ihr? Ja? Das lässt sich gut verkaufen, aber das ist nur Füttern des Affengeists. Das ist ein bisschen ein klein Leckerli für Richtung Weisheit, aber es ist im Grunde genommen ist das ein totaler Abweg. Ihr könnt da ewig lange drauf hängen bleiben auf dieser Ebene. Also geführte Meditationen zu solchen quasi festivalartigen Wohlfühl-Coaching-Veranstaltungen. Wenn ihr das wollt, macht das. Ich mache das nicht schlecht, das ist ein Zwischenstadium. Kann man machen. Kann man, selbst wenn man dann weiter merkt, es ist nicht das Richtige, geht man dann trotzdem da zurück, so wie ich ab und zu auch Zuckerzeugs esse, weil ich da mal doch wieder Bock zu habe. Es ist eben nicht schwarz oder weiß, es ist nicht total polar. Deswegen, also am Anfang folgt man dem Meister vielleicht, wenn er irgendwas macht, streicht hinten seine Beine aus, geht vorne an den Zehen vorbei und kommt innen wieder hoch, das ist gut. Geht hier nach oben, atmet ein, kommt wieder an. Ich glaube, wir drehen hier einfach die Hände, richten sie auf, strecken die Meridiane. Ja. Und wenn ich da jetzt merke, ist mir zu viel links, rechts. Ich habe auch vorne und ich habe hinten. Ja? Möchte vielleicht auch vorne und hinten gleichzeitig merken. Die Zwischenrichtung, seitlich, Zwischenrichtung, vorne und hinten. Ja, sinke ein bisschen und komme in die Mitte zurück. Das ist eine Kombination. Aber für mich heute ist das genau richtig. Und das ist eigentlich das, deswegen sage ich das auch. Erstens ist Weihnachten, ne, das ist mein Geschenk an euch, wie ihr weitermachen könnt. Nehmt euren Körper immer weiter wahr und improvisiert damit. Aber eben nicht einfach nur der äußeren Form willen, sondern um festzustellen, was brauche ich jetzt? Welche Meridiane muss ich heute strecken? Das verändert sich bei mir auch. Noch ein Durchgang mit diesem, ich weiß den Namen, der kommt irgendwann von selber. Ja, aufrichten. Und dann langsam Zwischenrichtung. Zwischenrichtung. Und dann die andere Zwischenrichtung. Und noch eine. Ist mir noch zu asymmetrisch, zurück in die Mitte. Und abschließen. Also ich mache sowas in letzter Zeit zunehmend häufiger. Hab da auch schon ein bisschen. Das nähert sich dann langsam einer echten Form, die man dann auch anderen Leuten zeigen kann. Ich halte das für den richtigen Weg. Also es scheint mir auch der zu sein, wie quasi diese Formen entstanden sind. Das sind halt Meister, die dann auch sehr stark Körperwahrnehmung und Physiologiewahrnehmung und auch Meditationserfahrung haben einfließen lassen und irgendwann wurde das aufgezeichnet und halt eben doch über natürlich Familiengenerationen hinweg und ab und zu ist dann mal irgendwer wieder dabei gewesen, der das dann auch überprüft hat und verändert. Also da ist dann schon eine Entwicklung drin, aber bis auf die Form, die ich euch dabei bringe und selbst das wird
auch in, also jetzt die Brokate zum Beispiel sind eben gerade von einem Professor in Peking quasi neu verändert worden nach solchen Sportgesichtspunkten. Also das ist nicht fix. Ja. Die Brokate, die wir machen, die haben eine längere Tradition nach dem, was ich feststellen konnte. Und es sind die sanften, seidigen Brokate, nicht die Shaolin-Variante. Ist so. Danke fürs Mitmachen. Bis dahin entwickelt euer inneres Lächeln. Okay.